Diese Geschichte entsteht im Rahmen einer Pen-and-Paper-Rollenspielrunde. Es kommt also hin und wieder zu Würfelwürfen, die darüber entscheiden, ob den Charakteren bestimmte Aktionen gelingen oder ob sie total schief gehen. Alle Hintergrundinformationen zum Podcast, der Welt und den Spielregeln findet ihr auf brooks-vermächtnis.de. Willkommen bei Brooks Vermächtnis. Euch erwartet ein packendes Abenteuer, das zu großen Teilen improvisiert entsteht und die Geschichte dreier tapferer Helden erzählt, die unter der Flagge des mysteriösen Kapitän Brooks die Welt des 19. Jahrhunderts bereisen und sich dabei allerlei Gefahren stellen müssen. Bevor das Abenteuer beginnt, werfen wir einen Blick auf seine Hauptfiguren. Ein alkoholkranker Ex-Profi-Boxer, ein egozentrischer Reporter, der verdeckt einer Spur nachgeht, und ein Technikgenie mit einem selbstgebauten mechanischen Arm. Heute mit Charles Thoreau, einem jungen, aufstrebenden Reporter, dem der Ruhm bisher verwehrt blieb und der für seinen Mentoren immer genau die Berichte übernehmen muss, um die sich sonst keiner kümmern will. Charles Thoreau, mein Name. Für Sie bitte Charles Thoreau. Wie Sie sicherlich schon wissen, komme ich vom wandelnden Boten. Mein Kollege Brian Brownbottle hat mich an Sie verwiesen. Ja, Sie sind hier wegen des Interviews. So ist es, in der Tat. Wir beim wandelnden Boten sind immer auf der Suche nach einer brandaktuellen Story. Da kommt so eine kuriose Persönlichkeit, wie Sie es sind, uns natürlich gerade recht. Das will ich auch meinen. Ein Virtuose. An der Geige erzählt man sich. An einer Geige ohne Saiten. Ohne Saiten. Ja, das hörte ich. Interessant, interessant. Wirklich interessant. Wissen Sie, ich bin kein einfacher Geigenspieler, so wie meine Geige keine einfache Geige ist. Meine Geige und ich bilden ein Geflecht der darstellenden Kunst. Unsere Darbietung ist ein kleines Meisterwerk auf den Straßen Londons, zum großen Gefallen des Volkes. Zum großen Gefallen des Volkes. Spannend. Hochspannend. Nun, ich kann es kaum erwarten, mehr von Ihnen zu hören, so von Künstler zu Künstler. Auch ich bin nämlich einer, wissen Sie, so wie Sie. Ein Künstler in Wort und Schrift, wenn Sie so wollen. Seit Kindesbeinen an schreibe ich. Jede Stadt, die ich mit meinen Eltern besucht habe, hat eine Widmung aus Tinte von mir erhalten. Immer wieder habe ich über den immer gleichen Moloch aus Rauch, Scheiße und schwitzenden Arbeitern geschrieben und trotzdem gebändigt habe ich diese Lokalitäten mit meinem Notizbuch und meinem Stift. Wie bereits gesagt, meine Geige ist keine einfache Geige. Wenn ich mit ihr auf die Straßen gehe, so wollen wir das einfache Volk nicht bloß unterhalten. Wir wollen ihnen den Spiegel vorhalten. Exakt. Den Blinden muss die Welt erklärt werden. So schaffen wir die fortschrittliche Gesellschaft. Mein Vater war Besitzer einer erfolgreichen Weberei. Für ihn war es Fortschritt, die Maschinen schneller zu stellen. Und dann ich. Ein schnöder Reporter, der so etwas in seinen Lesern hervorrufen wollte wie Differenzierung. Sie werden nachvollziehen können, dass meine Leidenschaft auf Unverständnis stieß. Besonders als ich dann den Londoner Bürgermeister der Perversion überführte und der Neue sich mit Fabrikkontrollen und Arbeiterrechten einen Namen machen wollte. Auch die Fabrikhallen meines Vaters waren natürlich betroffen. Sie können sich denken, wie das bei ihm ankam. Naja, Mensch. Verstoßen hat er mich! Jegliche Renten hat er mir gestrichen und mich in hohen Bogen aus dem Elternhaus geschmissen. Weil ich geschrieben habe. Also meine Geige ist saitenlos. Darum gibt sie keine Töne von sich. Wenn die Leute mich auf der Straße sehen, wundern sie sich selbstverständlich, warum sie nichts hören. Und schreiben sie mit? Schreiben sie mit? Schreiben, 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 schreiben. Gute Berichterstattung ist mehr als nur bloßes Schreiben. Als Journalist fängt man Emotionen ein. Man verleiht der Wahrheit Kontur. Das sollte man zumindest, aber um mich über Wasser zu halten, war und bin ich gezwungen, jede noch so kleine Story anzunehmen. Haben Sie als Künstler auch schon mal ein Werk angefertigt, deren Aussage Sie nicht den leisesten Hauch interessiert? Eine Qual ist das. Also, ich werde Ihnen mal was vorspielen. Unterm Strich sind doch alle Menschen gleich. Jeder will ja so besonders sein.
Aber ob Arbeiter oder Anwalt, vor einem Krug Bier sind sie alle gleich. Ein bisschen lächeln, ein bisschen schmeicheln und schon geben sie dir, was du willst. So komme ich über die Runden. Wollen Sie jetzt über meine seitenlose Geige berichten oder nicht? Wenn ich denn wenigstens selbst Themen finden dürfte. Denn wissen Sie, eigentlich bin ich nur die Aushilfe für Brian. Brian Brownbottle. Als ich nach London kam, war er noch mein großes Vorbild. Mentor habe ich ihn sogar genannt. Ich war so aufgeregt, für ihn arbeiten zu dürfen. Mit ihm um die Welt zu reisen. Aber letztlich bin ich bloß sein Kofferträger. Sein Kaffeekocher. Ich trage Brian ins Zelt, wenn er betrunken ist. Bring ihm Met, wenn er es nicht ist. Immerhin lerne ich, sobald er schläft und ich mich zu den Einheimischen rausschleiche, viel über fremde Kulturen. Jetzt ist aber auch langsam mal gut. Diese Wilden leben ein faszinierendes, fast tiergleiches Leben und sind uns zivilisierten Menschen dabei doch so ähnlich. Also meine Darbietung mit der Geige ist ein gesellschaftskritisches Kunstwerk. Wir, das einfache Volk, wir spielen auf einer seitenlosen Geige. Es ist eine vertane Lebensmühe, eine Farce, ein Leben am Rande der Sinnlosigkeit. Wer mich spielen bzw. nicht spielen hört, der wird es merken, der wird realisieren, wir müssen aufwachen. Die Maschinen geben nicht den Ton der Zukunft an, sie gefährden sie, wir müssen andere Saiten aufziehen. Verstehen Sie? Alles zu seiner Zeit, Sir. Darauf hätte ich Sie später noch angesprochen, wäre es für den Bericht relevant gewesen. Also das ist ja wohl unglaublich. Meine wertvolle Zeit. Selbstverständlich bin ich Ihnen sehr dankbar für Ihre wertvolle Zeit. Aber ich muss langsam los. Sie werden den Artikel direkt neben dem Kreuzworträtsel finden. Ihr Ruhm lässt nicht mehr lange auf sich warten. Ich danke Ihnen. Sie haben mich gar nichts gefragt. Ein großer Künstler lässt sein Werk für sich selbst sprechen und verwässert es nicht durch überflüssige Worte. Guten Tag. Eine Frechheit. Ich werde mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Die absolute Geigenspieler ohne Saiten. Ich bin Charles Thoreau. Keine Drahtstante. Was für eine Zeitverschwendung. Brooks Vermächtnis ist ein monatlicher Pen-and-Paper-Abenteuer-Podcast, bei dem ihr den Verlauf der Geschichte mitbestimmen könnt. Ab dem 2. Oktober beginnt das offizielle Abenteuer. Bis dahin stellen wir euch wöchentlich die drei Hauptcharaktere und ihre Vorgeschichten vor. Geht jetzt auf brooks-vermächtnis.de, um diesen Podcast zu abonnieren und keine neue Episode zu verpassen. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns außerdem sehr über eine Bewertung in iTunes freuen. Wir hören uns spätestens am 2. Oktober wieder. An Bord des Schiffes von Kapitän Brooks.